Fatih Köksal, Mittelfeld, 23. Fatih Köksal, auch dir ein herzliches Willkommen bei der SV Elversberg hier an der Ortsverein-Arena an der Kaiserlinde. Nach den ersten Trainingswochen, wie ist denn dein Eindruck hier in Elversberg? Also nach den ersten Trainingswochen habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Guten Eindruck, wir wurden sehr gut aufgenommen. Die Mannschaft zieht gut mit, macht Spaß, bis jetzt alles top. Du kennst die SVE ja bereits aus der vergangenen Saison. Auch wenn es nicht mit dem Aufstieg geklappt hat, so hat unsere Elf doch eine wirklich richtig gute Runde gespielt als Meister. Ist man denn stolz, wenn der Meister dann so die Arme nach einem ausstreckt? Na klar, auf jeden Fall. Also es ist immer ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man von sozusagen dem Meister immer eine Anfrage bekommt. Und also sehr, 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 sehr gutes Gefühl auf jeden Fall. Was waren das denn für Argumente, die deinen Wechsel hier ins Saarland ja, vollzogen haben, warum du dich für die SVE entschieden hast? Ja, na klar, ich wollte den nächsten Schritt machen in meiner Karriere. Ich wollte so viel neue Erfahrungen sammeln. Ich war ja 2 Jahre lang in Worms, wollte neue Erfahrungen sammeln, wollte mich weiterentwickeln. Deswegen finde ich Elversberg eine gute, sehr gute Adresse. Hast du bereits vorher jemanden von deinen neuen Mannschaftskollegen gekannt? Nee, leider noch nicht, nee. Du warst ja auch als Jugendnationalspieler 2-mal für die DFB-Elf aktiv. Was war denn das für eine Erfahrung? Ja, war eine sehr super Erfahrung, war sehr, sehr toll. Hab ja 2 Länderspiele bestritten in Israel. War sehr, sehr schön mit sehr guten Spielern, mit auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Hat relativ viel Spaß gemacht, ja. Welche persönlichen Ziele steckst du dir für die kommende Spielzeit, für die neue Saison? Also als erstes erstmal verletzungsfrei zu bleiben, um mich weiterzuentwickeln, so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln und versuchen, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen. Du bist ja, wenn man den Kreis weit zieht, ja hier aus der Nähe, gebürtiger Grünstädter. Ist die Nähe zu deiner Heimat hier beim neuen Verein bei der SVE ebenfalls etwas, was du als sehr positiv ansiehst? Na klar, ja, meine Familie ist mir sehr wichtig, meine Freunde, mein Umkreis. Und es ist ja nicht so weit bis nach Hause. Und immer, falls ich Probleme haben könnte, könnte ich ja jederzeit kurz nach Hause fahren und wieder kommen. Also deswegen ist es sehr, sehr positiv, dass ich hier in der Nähe wohne. Jetzt noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Saison. Die Uhr tickt ja, es ist ja nicht mehr lange. Was erwartest du von der neuen Regionalliga Südwest im neuen Spieljahr, in der neuen Spielzeit? Wird es dann noch schwieriger, oben dabei zu sein als in dieser Saison? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich schätze jetzt zum Beispiel die Liga viel, viel stärker ein als letztes Jahr. Sehr, sehr gute Mannschaften dabei, die U23-Mannschaften, die Mannschaften, die oben angreifen wollen. Ich denke, dieses Jahr wird es noch ein Tick schwieriger als letztes Jahr. Und deswegen, aber ich bin sehr, sehr positiv eingestellt, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, werden wir das schon schaffen. Fadi, vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen und auch dir viel Glück für die kommende Saison und viel Erfolg mit der SVE.